Für innovative Projekte bei Dorferneuerung und Landentwicklung werden Gemeinden aus ganz Europa mit dem Europäischen Dorferneuerungspreis ausgezeichnet. Dieses Jahr fand die Verleihung in der Gemeinde Vlies statt, die vor 2 Jahren den renommierten Preis entgegennehmen durfte. Zig Helfer der Gemeinde Vlies arbeiteten so bei diesem Fest eifrig mit. Über 1000 Gäste aus allen Teilen Europas sollten die Gastfreundlichkeit und die Offenheit der Tiroler Gemeindebevölkerung spüren. Wenn man als erste Tiroler Gemeinde diesen Dorferneuerungspreis gewonnen hat, bereits im Jahre 2016 und jetzt heute, 2 Jahre später, diese Preisverleihung ausführen kann, ist natürlich ein Festtag. Festtag auch deswegen, weil so viele in der Bevölkerung mitgeholfen haben. Alle Vereine, Gemeindeverwaltung, Bauhof, alles, was wir aufzubieten gehabt haben, war dabei. Absolut ein Tag zum Feiern für uns, weil wir sie auszeichnen dürfen, aber für die Gemeinden selbst auch, die da heute wirklich einmal ihre Ernte einfahren dürfen. Und wissen Sie, es sind Gemeinden, die sich wirklich nicht für den einfachen Weg entschieden haben, sondern für den schwierigen. Und das wohl deshalb, weil sie wissen, dass dort die schönsten Ziele auf sie warten. Platz 1 sicherte sich die oberösterreichische Gemeinde Hinterstoder. Mich freut es als Bürgermeister ganz besonders, dass die jahrelange Arbeit, die man hat in einer Gemeinde, mit unseren Bürgern, für die ist ja auch nicht immer so einfach, weil man sie immer wieder einbindet, sie müssen immer wieder kommen, immer wieder Beiträge leisten. Und jetzt, das ist halt die Krönung, wir freuen uns ganz, ganz großartig. Grundsätzlich ist die gesamte Entwicklung, die über Jahre gegangen ist, ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen kommt, sondern es ist einfach eine Entwicklung, ein Prozess, der über Jahre rennen muss und da gehört einfach die Ortsgestaltung dazu, da gehören soziale Projekte, gesunde Gemeinde, gehört Baukulturgemeinde, gehört liebenswerte Gemeinde, wie es in Oberösterreich die Dorferneuerung heißt. Es gibt hunderttausende Sachen, die man da, wo man da dahinter ist. Und ich glaube, dass wir es gut gemacht haben, weil sonst wären wir heute nicht bei den Sieger. Der entscheidende Punkt ist, dass die menschliche Harmonie und Wärme im Dorf erhalten bleibt. Ja, Hinterstoder zeichnet vor allem der sehr lange Prozess aus. Das ist ein Prozess, der mittlerweile weit über 20 Jahre andauert. Und immer am Ball zu bleiben und immer sozusagen vorwärts zu schauen, hat eben zu sehr guten Ergebnissen geführt und Hinterstoder hat sich den Preis mehr als verdient. Man sieht zuerst fördergründig nur den Dorfplatz, aber das Wesentliche ist der Zusammenhalt. Der Zusammenhalt in der Gemeinde, der Zusammenhalt in den Vereinigungen. Die Begegnung mit Gleichgesinnten und der europaweite Erfahrungsaustausch aus 23 verschiedenen Regionen im Rahmen der Preisverleihung in Tirol soll dabei nicht nur die Entwicklungsprojekte auszeichnen, sondern auch das europäische Zusammengehörigkeitsgefühl verstärken. Ja, das ist überhaupt der zentrale Anker der gesamten europäischen Dorferneuerungsbewegung. Und der entscheidende Punkt ist ja der, dass man zunächst einmal weiß, dass die Dorferneuerung in Europa eine wichtige Funktion hat. Und auf der zweiten Seite natürlich, dass man voneinander lernt, denn es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden. Und gerade dieser Austausch im Rahmen der Europäischen Dorferneuerungstagung ist daher von unglaublichem Wert. Nachhaltig entwickelt sich der Ort nach innen mit einem Wachstum, was eben keine wertvolle Kulturlandschaft braucht und ist das ein zeitgemäßer Ausdruck, denn wir müssen uns nichts vormachen, wir müssen immer die nächsten Generationen ansprechen und das, was aber den Ort, die Landschaft, den Landstrich ausmacht, kennen und wertschätzen und das gehört immer zusammen.